Wir haben ein ganz kleines Fenster der demokratischen Beeinflussung. Das sind jetzt gerade, wie wir mal gehört haben, wenige Monate. Wenn es nach der spanischen Präsidentschaft geht, es gibt ja halt sogar noch kürzer, dann haben wir praktisch nur noch 2 Monate. Und in dieser Zeit geht es darum, der EU-Kommission deutlich zu machen, welche praktischen Schwierigkeiten wir in diesem Verordnungsentwurf sehen. Und dazu haben wir jetzt eben Vertreter von NGOs geladen, die europäisch tätig sind oder ambitioniert sind, europäisch tätig zu werden. Und so starten wir mit unserem Hearing. Ich möchte in den Zeugenstand, wie ich das Rednerpult jetzt noch bitte, Peter Wahl bitten. Herr Wahl, wie befasst sich mit den Rahmenbedingungen der Nord-Süd-Beziehungen und wird in der Vernetzung von Organisationen in beiden Hemisphären Themen aufgreifen, die in der Öffentlichkeit, wie auf Ihrer Website zu lesen ist, gern etwas zu kurz kommen? Sehen Sie in der EBI ein mögliches neues, zusätzliches Instrument, das Sie bei dieser Aufgabe unterstützen könnte? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst einmal muss man sagen, dass die Thematik, mit der wir uns befassen, Nord-Süd-Beziehungen im Grunde Bestandteil der Außenbeziehungen, der Außenpolitik sind und somit ein vergemeinschafteter Bereich. Und deswegen zu befürchten ist, dass von vornherein diese Themen durch den Filter überhaupt der Zulassung hindurch fallen würden. Das ist mein erstes Bedenken, das ich habe. Aber wenn man die Frage stellt, wäre eine EBI ein Instrument, vielleicht, wenn dieser Filter passierbar wäre, dann muss ich diese Frage beantworten auf dem Hintergrund, welche anderen Instrumente haben wir denn bereits? Und ist dieses neue Instrument dann etwas, was einen Mehrwert zu diesen existierenden Instrumenten bringt? Und da muss man sozusagen auch aus rationalen Ressourcenkalkulationsfragen ganz nüchtern die verschiedenen Instrumente vergleichen. Ich will Ihnen sagen, wohin ich im Wesentlichen die 3 bisher bestehenden Instrumente sehe, sie ganz kurz skizzieren und dann die Frage aufwerfen, ist die EBI sozusagen etwas, was darüber hinausgeht oder einen Fortschritt bringt. Im Wesentlichen haben wir 3. Die selbstverständlich miteinander kombiniert werden können. Das erste ist das, was man als Advocacy bezeichnet, Advocacy-Arbeit oder mit dem etwas unschöneren Ausdruck des Lobbyismus. Und da haben wir auf europäischer Ebene durchaus einige Möglichkeiten, wie wir das im Augenblick bereits praktizieren. Es gibt Konsultationen, es gibt Möglichkeiten, es gibt partizipative Möglichkeiten des Dialoges und die Möglichkeiten, Vorschläge zu machen in Bereichen, die uns interessieren, die für uns wichtig sind. Und da gibt es in der letzten Zeit sogar, nach meiner Beobachtung, gewisse Fortschritte, eine größere Offenheit zu hören. Ein kleines Beispiel, der neue Kommissar für Binnenmarkt, Barnier, hat uns ausdrücklich eingeladen, mitzuarbeiten in einer Kommission, in einer Expertenkommission, die Fragen der Finanzmarktreform diskutieren. Also da gibt es bereits bestehende Instrumente. Was ist der Vorteil dieser Instrumente? Sie sind kontinuierlich über einen langen Prozess hin, über lange Zeit, nutzbar und nicht beschränkt auf eine Einpunktaktion einer solchen Initiative. Und sie sind thematisch sehr passgenau auf ein Themenfeld zugeschnitten. Schwieriger ist die Beurteilung der Wirkung. Da kann man sehr lange drüber streiten. Wir denken aber, dass von der Wirkung dieser traditionellen bestehenden Formen von Partizipation sicherlich kein Unterschied besteht zu dem neuen Instrument. Das zweite bedeutende Instrument sind die Medien. Hier ist das Problem, dass sie nur national zu nutzen sind, denn wie bereits gesagt, und ich teile das vollkommen, es gibt keine europäische Öffentlichkeit und es wird auch sehr lange in der Zukunft eine solche Öffentlichkeit nicht geben. Deswegen sind Medienkampagnen zunächst einmal national beschränkt, aber NGOs haben in den vergangenen Jahren durch Netzwerkbildung Strategien entwickelt, wie sie zumindest parallel durch Aktionstage, durch europäische Kampagnen versuchen, zumindest in wichtigen Schlüsselländern nationale Medienkampagnen zu machen und dann sozusagen einen additiven Effekt erzielen können. Und da wir das Glück haben, in einem sehr gewichtigen und großen Land zu leben, sieht es so aus, dass wenn man mit Frankreich, den Briten und den Italienern was zusammen macht, das nicht wirkungslos ist. Jüngstes Beispiel ist die Finanztransaktionssteuer, wo eine solche Kampagne entwickelt worden ist.
Und der dritte Moment schließlich ist das sehr traditionelle, aber durchaus demokratische Instrument des Protestes, wo man auch in europäisch koordinierter Form durchaus Dinge bewegen und erreichen kann auf demokratische Weise. Ich will ein Beispiel an dieser Stelle nur nennen, die Kampagne gegen die Bolkestein-Initiative. Die Bolkestein-Initiative, für diejenigen, die das nicht wissen, ein ultraliberales Projekt zur Liberalisierung und Deregulierung des Dienstleistungssektors. Dort haben Gewerkschaften, NGOs, zivilgesellschaftlich verschiedener Sektoren zusammengewirkt und haben dann auch in der Tat substanzielle Änderungen an dieser Direktive durchsetzen können. Ich würde also sagen, wir verfügen über solche Instrumente bisher, die sind demokratisch, sie gehören zu den Traditionen und zur Kultur europäischer Demokratie. Sie sind, wenn man sie geschickt einsetzt, auch wirkungsvoll. Und in diesem Sinne sehe ich im Augenblick nicht, dass die bestehende EBI in der Form, in der sie jetzt vorliegt und wie Sie, Herr Nuss, sie vorgestellt haben, einen Fortschritt bringen würde. Sie fällt in den Möglichkeiten, die wir haben, hinter dem zurück, was wir bisher nutzen. Greenpeace hat ja eine EBI gemacht bereits zwischen 2005 und 2007. Und die Umweltbewegung hat sich ja auch gerade in der Gründungsphase sehr gut angelassen, um viele Menschen auf die Straße zu bringen, um die Leute wirklich zu motivieren, politisch teilzumachen. Meine Frage wäre jetzt, was haben Sie für Erfahrungen gehabt mit der EBI, die Sie schon mal gemacht haben? Und glauben Sie, dass dieses Instrument, wie es jetzt vorgeschlagen ist, dazu geeignet ist, wirklich die europäischen Menschen zu politisieren, zu motivieren, sich an Politik auf europäischer Ebene wirklich zu beteiligen? So, unsere Erfahrung, wollen Sie wissen, ich teile es mal in zwei Teile auf. Erstens unsere Erfahrung in Bezug auf die Bürger und wie die darauf reagieren und dann zweitens in Bezug auf die Institutionen und vor allem auf die Kommission. Die Erfahrung mit den Bürgern ist hervorragend. Es ist ganz klar, dass die europäischen Bürger sehr an Umweltschutz interessiert sind und an den verbundenen Themen Gesundheitsschutz, Tierschutz. Das zeigen auch die öffentlichen Umfragen der Kommission Eurobarometer. Die europäischen Bürger wissen im Großen und Ganzen nicht, ob sie wirklich besser mit der EU sind in unserem allgemeinen Leben oder schlechter oder in welchen Bereichen es wirklich Sinn macht, dass wir die EU haben. Aber die Eurobarometer-Umfragen zeigen, dass zum Beispiel Umweltschutz, da ist es der Mehrheit der europäischen Bürger klar, das Thema muss auf europäischer, auf internationaler Ebene angegangen werden und da wollen die Bürger auch Vorschläge aus Brüssel sehen und nach meiner Erfahrung wollen wir wesentlich mehr sehen als Brüssel in den letzten Jahren unserer Zeit da machen. Also die Leute sprechen darauf gut an, wenn man ihnen europäische Politik nahe bringt und sind eigentlich auch wesentlich europäischer im Ansatz, im Denken als viele Politiker. Vorhin wurde erwähnt, dass sich die Politik oft noch im nationalen Rahmen bewegt. Also ich denke gerade, diese Europäisierung der Zivilgesellschaft ist etwas, was relativ schnell vorangeht und wo oft wesentlich weniger Probleme zusammenzuschließen, als es zum Teil mit nationalen Politikern der Fall zu sein scheint. Allerdings ist die Erfahrung sehr schlecht in Bezug auf die Reaktion der Kommission. Und ich denke, da müsste man jetzt auch schauen, wie das mit diesem jetzt stärker formalisierten Vorschlag laufen soll. Denn als wir im Jahr 2007 diese über 1 Million Unterschriften an die Europäische Kommission überreicht haben, an den damaligen Verbraucherkommissar Herrn Kyprianou, und es war auch an Herrn Präsidenten Barroso adressiert, wurde gesagt, ja, wir sehen, also die europäischen Bürger wollen klar bessere Informationsrechte über die Lebensmittel und auch die Kennzeichnung von Gentechnik soll weiter ausgeweitet werden. Wir werden darüber nachdenken und dabei blieb es dann. Und dann kam keine Initiative. Die EU hat weiterhin Umfragen gemacht, also dass die europäischen Bürger weiterhin ganz klar dagegen sind, dass in Europa gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut werden oder für den Import zugelassen werden, ist klar. Im Moment haben wir Unterschriften in Sammlung am Laufen, seitdem die Antibiotika-Kartoffel zugelassen wurde im März. Da sind wir jetzt knapp bei 700.000 Unterschriften. Da werden wir wahrscheinlich die 1-Million-Grenze erreichen, bevor diese Regeln ausgearbeitet sind. Ich hoffe, dass da nicht wieder die Kommission Dankeschön sagt, aber im Endeffekt kann ihre Politik nichts